So, also, die Reihenfolge, um in die Souveränität kommen, ist folgender. Der erste Schritt ist, ich gucke mir das Schulungsmaterial an, was wir jetzt erstellen, für alle, wird als PowerPoint-Folie kommen, wo der Reihe nach die geschichtlichen Zusammenhänge erklärt sind und die Schritte, was man der Reihe nach abarbeiten muss, also das Lernen. Das Lernen und das Erkennen, wo ist das Siegelgebiet. So. Ein Siegelgebiet ist ganz sicher, das ist der Bundesstaat selber. Also die Wahlkommission muss also ein Bundesstaat sein, also Bayern kann ne die Siegel von Sachsen nehmen, das geht nicht. Die Bayern machen nur Bayern und die Sachsen nur Sachsen. So. Und dazu kommt das lokale Siegel, weil das Kaiserreich war so aufgebaut, dass zunächst erstmal der Bürgermeister für die Gemeinde entschieden hat, wenn der eine Wahl wusste, wegen Überschwemmung oder Hagelschlag, oder sein Kreisrat gefragt, dann hat der andere Bürgermeister gefragt, kann er helfen, kann er das Vieh sichern, kann er die Leute unterbringen. Und wenn der eine Wahl wusste, hat er seinen König oder Verweser von seinem Bundesstaat gefragt, dann hat der eine Lösung gesucht. Sodass die Regierung sich um die Leitlinien der Politik gekümmert hat, und die kommunale Ebene sich um die Probleme der Leute. Und da wurden die nämlich ordentlich betreut. Unser Weg ist aber umgedreht. Da schreiben 10.000 Leute, wir hätten gerne kein TTIP, und dann tut irgendeine Sekretärin vom Bundeskanzler und sagen, wir können das nicht annehmen, wir sollten das bearbeiten. Ja, weil es nicht ordentlich läuft. Weil es genau falsch organisiert ist. Eine Politik von oben nach unten funktioniert nicht. Weil derjenige, der die Probleme lösen kann, ist euer Bürgermeister oder euer Kreisrat. Der muss für euch eine Lösung finden. So, und den könnt ihr persönlich ansprechen und dann kann er sagen, du hast das letzte Jahr erzählt, das und das wird gemacht. Was hast du gemacht? Hast du das Geld verbrannt und hast irgendwie im Arsch gegeben. Du wirst jetzt zur Verantwortung gezogen. Und deswegen gab es eben die direkte Haftung. Ne? Und zu Kaiserszeiten gab es ja auch noch ein kaiserliches Strafgesetzbuch, unter anderem auch die Prügelstrafe. Also zum Beispiel, wer öffentliche Gelder untreut hatte, hatte also durchaus bis zu 30 Stockhiebe abzukriegen. Und das ist eine spannende Frage, wie lange das geht, wenn die öffentliche Verwaltung Steuergelder veruntreut, stecken wir nach dem ersten Satz 30 Stockhiebe, hört das Problem auf. Kannst du mal erinnern. Es wurde also sehr selten angewendet, aber es war üblich. Es wurde die Steuerverschwendung in flächendeckend auf Null fahren. Weil jeder würde sich zehnmal überlegen, ob er irgendwelches Geld verschwendet. Und dann kommen wir auf Staatsausgaben, die gering sind. Deswegen hatte der Kaiser, hat er bis 150.000 Beamte auf die gesamte Fläche von 1914, eine Steuer, die zwischen 4% und 20% liegt. Also 4% für das geringere Einkommen, 20% die Superreichen. Darüber gab es nichts. Und wer gar kein großes Einkommen hatte, also sowieso Sozialhilfe gelebt hat, weil der Kaiser hat eine Sozialgesetzgebung gemacht, der hat gar keine Steuern bezahlt. So, das ist doch eine ordentliche Sache. Und wenn man sich überlegt, dass man von dem Geld, was man jeden Monat hat, 80% verwenden kann und nicht 80% abgeben muss, dann kann man doch gut über die Runden kommen. Ja? Und wenn man dann noch eine Alimentierung hat, die in der Größenordnung unter A1 Besoldungstabelle liegt, 1800 Euro, ja, da kann man eine ganze Menge, da ist auch die 30 Euro GEZ kein Problem. Aber momentan ist das Problem, weil Familien mit geringem Einkommen kann es einfach nicht bezahlen. Das bleibt einfach nichts mehr übrig. Der Monat ging los und dann hast du am 14. des Monats musst du schon zirkeln, dass du bis zum Ende hinkommst. Das ist doch nicht normal. Wo ist, in welchem anderen Land müssen die Frauen so mitarbeiten wie hier? Gibt's nur. Fragen wir einen Griechen. Er arbeitet, hat irgendeine Yacht im Hafen liegen, hat aber sonst kein Einkommen. Und die restliche Familie, die macht es erst da. Mhm. Oh, ob das gut ist, weiß ich nicht, aber so läuft es dort. So, und in Ägypten ist es ähnlich, dort arbeiten die Frauen nicht. Die machen kümmern sich um Haushalt oder um die Kinder oder um die Großeltern. Und die haben natürlich auch keine soziale Sicherheit. Aber die gehen eben um die Ecke und dort wachsen die Bananen wild. Das lässt sich nicht übertragen. Hier kannst du nicht in die Welt gehen und Bananen runterflicken. Wächst einfach nicht. Ja? Ja, hier brauchst du, wenn das System anbrennt, eine Sicherheit. Ja, ist so. Ja? Eine Sicherheit. Das heißt, in Deutschland haben wir keine Absicherung, wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit und Versorgung zusammenbricht. Die Lager in Deutschland sind die Autobahnen. Wenn die Autobahnen leer sind, gibt es nichts mehr. Da laden innerhalb von 3 Stunden auch leer. Ein mittlerer Supermarkt wird alle 3 Tage das komplette Sortiment umgewälzt. Im Mittel. Also das Waschpulver in der Nähe aller 3 Tage, aber der Warenwert, der sonst in einem Laden steht, wird innerhalb von 3 Tagen komplett umgewälzt.
Da kann man sich also ausrechnen, wie lange es dauert beim wirtschaftlichen Zerbruch des Euros, bis die Läden komplett leer sind. Und die Notfallanweisung im Bundesstaat Sachsen lautet, die großen Geschäfte werden gesichert mit Militär, die kleinen Geschäfte bleiben der Plünderung. Die Polizei hat sich am Tag X zu barrikadieren und sich nicht nach draußen zu wagen. So, da kann man sich vorstellen, was der IS macht, wenn 250.000 Kämpfer inzwischen der Bundesrepublik angekommen sind. Und 20% dieser Kämpfer bei der Bundeswehr angestellt sind inzwischen. Weil die Bundeswehr hat eine Direktivrasse gegeben, dass sie die Leute ganz schnell in die Bundeswehr oder in Polizei oder öffentlichen Dienst verorten. Und der Grund dafür ist das Rüstag. Im Rüstag steht nämlich drin, dass diejenigen, die Regierungsaufgaben übernehmen, automatisch die Rechte in den Staatsangehörigen kriegen. So, dann könnt ihr euch überlegen, was hier läuft im Hintergrund. Wie viele Kämpfer braucht der IS, um eine mittel- und durchschnittliche Bundeswehrtruppe außer Gefecht zu setzen, wenn die auf dem gleichen Gelände ihre Asylunterkunft haben? Wollen wir Wetten abschließen? Was ist, wenn das an einem Wochenende passiert? Wer ist in der Bundeswehr am Wochenende Dienst? Wie viele Pölzenschneider brauche ich, um eine Waffenkammer aufzumachen? Muss ich das erklären? Nö. Ich denke mal, am Montag früh ist alles zu spät. So, und das ist die Situation, die Frau Merkel nicht interessiert, weil die hat ein Fluchtflugzeug, das ganz schnell weg ist. Jo, wir sind da wieder Woche. Gut. Also, ich will keine Angst verbreiten. Ich möchte euch aber die Deutlichkeit vor Augen führen, dass wir uns kümmern müssen, dass wir in jedem Bundesstaat genug Wahlkommissionen haben, die den Leuten ihre Dokumente angucken und denen, wo am Rüsttag bestätigt ist, dass sie Deutsche sind, oder am Tag des Verfassungsnotstandes 17.18.1997 gemeldet worden, die Rechtsstellung erstmal geben. Das hat den Vorteil, dass wenn festgestellt werden wird, und diejenigen, die ihre Kredite dem Bund gegeben haben, haben ja Interesse daran, dass sie an das Geld kommen, was der Bund schon verzockt hat, verfeiert hat. Also auf unsere Geburtsurkunden sind ja Wetten abgeschlossen worden und Kredite aufgenommen worden. In der Hoffnung, dass wir die bis zu unserem Lebensende abzahlen. Also die Hedgefondsmanager haben Wetten darüber abgeschlossen, dass wir bis zum Jahresende 50.000 Euro erwirtschaften an neuen Steuern, sodass die Staatsverschuldung pro Kopf zwischen 50.000 oder 90.000 auf jeden Fall wieder einkommt. Und dafür haben die Geld aus der Druckerpresse gelassen, was dann wirklich als Wert existiert, sondern einfach nur gedruckt ist. Und darauf verlangen die Zinsen. Momentan sind es kleine Zinsen, aber ihr habt ja schon mitgekriegt, dass die Zinsen wieder angehoben werden sollen. Weil die Gewinne der Banken steigen mit proportional mit den Zinsen. Und wenn die Leute aber ihr Geld zu Hause lassen, macht das natürlich für die Bank keinen Sinn, die Zinssätze hochzusetzen. Und die warten erst drauf, bis die Leute ihr Geld auf die Bank bringen oder Geld brauchen, weil sie sich die Preise steigen. Ja, und momentan haben die Leute aber haben die alles gekauft, wollen keine Anschaffung mehr machen, da sind die Zinsen unten. Aber das will man ändern. Alle Leute, die ein Haus gebaut haben, erst halb abgezahlt sind, ist dann ein lustiges Spiel. Wenn die Bank in Not kommt, stellt die den Kredit fällig, obwohl derjenige schon den Kredit noch bedienen konnte. Aber genau dann, wenn der Hauskredit fällig gestellt wird, kommt es dazu, dass der Grundstückspreis auf ein Viertel fällt. Das ist überall so. Also hast du ein Hauskredit bestellt, 50% abgezahlt, das Haus steht noch da, es ist fast neu, aber es ist erst die Hälfte abgezahlt. Der Kredit der Bank wird fällig gestellt, wenn die Bank jemanden findet, hat das Haus sofort bezahlt. Dann kannst du dreimal raten, welcher Bevölkerungsstamm in der Lage wäre, aus seinem Heimatort genug Dollars oder was auch immer herzuholen, um dieses Haus sofort zu kaufen. Welche Bank in der Bundesrepublik wäre bereit, sich an die alten Kreditvereinbarungen zu halten und welche wäre bereit, sofort die Umschuldung zu machen? Und genau in dem Moment, wenn der Kredit fertiggestellt wird, bist du in der Lage, die Hälfte deines Hauspreises sofort um dich zu hauen, um aus dem Vertrag rauszukommen? Das ist ein bisschen schwierig. In dem Moment, wenn der Kredit umfällt und es zur Zwangsversteigerung kommt, ist dein Grund und Boden auch mit weg. Wenn das, was der Herr Schäuble beschlossen hat, dass er nämlich zum Beispiel Zwangshypotheken pro Kopf 20.000 Euro machen will, das auch fällig gestellt wird, wärst du auch, ob du kein Haus oder kein Auto hast, trotzdem wollte. Weil dann würde deine persönliche Schuld fällig gestellt werden. Und wenn du die nicht bedienen kannst, hast du genauso ein Problem.
Um das zu verhindern, müsste man Wahlkommission haben, die Staatsangehörigkeit ordentlich bestätigen. Und dann müsste der gesetzliche Richter erstmal gebacken werden, der vom Kaiser eine Ernennungsurkunde hat und eine Hausfremdung überhaupt bewilligen darf. Genau in dem Moment bist du aus der Schuldenfalle raus, weil die Bank wird sich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass der Kreditvertrag nicht gilt oder dass er andere Pfändungsrecht ausüben kann. Weil der gesetzliche Richter muss sein Staatsexamen von der Kaiserlichen Universität abgelegt haben. Das wird sich kein Staatsanwalt oder Richter erlauben, sich dagegen aufzustellen. Aber du musst erstmal die Rechtsstellung kommen, dass du die Staatsangehörigkeit eines Bundesstaatenangehörigen erwerben kannst. Und das kann aber die Wahlkommission dir bestätigen. Das muss es bestätigen, damit der Verfassungsnotstand geheim werden kann. Und kannst nicht der Bundesrepublik in Rechnung stellen, dass es noch keine Wahlkommission gibt. Weil dafür ist er nicht zuständig. Das ist nur Verwaltung. Für den Staat müssen wir selber aufkommen. Das heißt, wir müssen uns Leute raussuchen, die nicht selber kandidieren wollen, die in der Lage sind, gewissenhaft zu arbeiten, ohne Vetternwirtschaft und ohne Ansehen der Person, stur nach dem Formalen des Rüsttags die Unterlagen angucken, eventuelle Mängel den Leuten mitteilen und Hilfestellungen geben, wo sie die eine oder andere Unterlage herzukriegen müssen. Und dann, wenn das alles komplett ist, den Leuten die Rechtsstellung eines Bundesstaatsangehörigen geben. Rechtsstellung ist nicht Einbürgerung. Rechtsstellung ist erstmal für die nächste Wahl wahlberechtigt. Weil Einbürgerung darf nur der Verweser machen und den Verweser muss man erst wählen. So, im zweiten Schritt wird also sozusagen zum Referendum eingeladen und dafür wollen wir 2 A4 Seiten machen. Die erste Seite ist im gesamten Gebiet von 1914 die gleiche. Da steht drinnen, wie der Staat heißt, warum wir einen Verweser brauchen, wann der letzte Wahltermin der Wahl ist, wie die zeitlichen Abläufe sind und an wen man sich wenden will, wenn man die Unterlagen nicht versteht. Also werden verschiedene Adressen von Wahlbehörden drin stehen, für jedes Bundesland eines. Ich empfehle ja, dass jedes Bundesland ein einheitliches Deckblatt macht. Ja, weil die Druckauflagen von der üblichen Druckerei sind so 20.000, 50.000. Das ist dann Unterschied, kein Unterschied mehr, ob du 50.000 oder 1 Million drucken kannst, sondern bei der Größenordnung ist es preislich gleich. Also kannst du pro Bundesland das Deckblatt passend machen mit der entsprechenden Wahlkommission und Schiedskommission. Du brauchst 2 Schiedskommissionen, eine vom Ort und eine im Bundesstaat. Weil du musst in 2 Instanzen entscheiden, wenn jemand die Unterlagen vorlegt, die möglicherweise nicht stimmen. Ja, da musst du 2 Schiedskommissionen entscheiden. Die letzte entscheidet abschließend, weil die Bundesrepublik keine Instanz ist des Kaiserreichs. Also die Schiedskommission der Wahlkommissionen des Bundeslandes entscheiden bis zu der Wahl abschließend. Das ist auch nicht anfechtbar. So, das heißt, für die Schiedskommission brauchst du 5 Leute, Vorsitzender, 2 Stellvertreter, 2 Beisitzer, weil es muss immer ein Richter und ein Stellvertreter oder Richter und ein Beisitzer dabei sein und es muss ein eindeutiges Abstimmungsergebnis geben. Also müssen mindestens 3 da sein. Wenn einer dagegen votiert, sind die anderen 2 dafür. Bei der Stimmenthaltung kann es die Unentschieden geben, die müssen eine Entscheidung treffen. So, deswegen ist es immer eine ungerade Anzahl und es gibt noch 2 Beisitzer, falls mal einer krank ist. So, und damit wird es abschließend entschieden. Dann läuft das Referendum und die Anzahl der Wahlberechtigten wird durch die Wahlkommission ermittelt. Das heißt, die gucken sich der Reihe nach über 4 Wochen oder 8 Wochen in ihrem ganzen Siegelgebiet die ganzen Unterlagen an und machen eine Strichliste. Und Stachelmerker für diejenigen Leute, die dort gekommen sind. Also Bauer Hugo hat seine Familie mitgebracht, haben wir ganz Unterlagen aufgelegt, da machen sie bei jedem einen Datensatz und tragen in allen anderen Bundesländern ein Stachelmerk ein, damit nicht in Bayern noch einmal in Berlin wählen geht und umgedreht. Sondern das ist eine Wahl, die muss nicht am gleichen Tag sein, aber es darf zur gleichen Sache immer nur eine Stimme geben. Also Bayern wählt man wegen im September, Berlin im Januar nächstes Jahr. Dann ist derjenige, der Bayern gewählt hat, nicht nächstes Jahr in Berlin wahlberechtigt, wenn er nach Berlin umzieht. Das sind die Sprachumlage. Das muss in der Wahlkommission organisiert werden. Die Grundlage für die Person ist es dort, wo sie geboren ist oder dort, wo sie jetzt wohnhaft ist? Ja, wollte ich gerade sagen. Also, das Wahlrecht erwirbt man durchs Geburtsrecht. Das heißt, zunächst ist erstmal die Unterlage am Geburtsort wichtig für die Wahlkommission. Das müsst ihr bringen. Also, geht an eure Geburtsort, da gibt es entweder ein Standesamt oder eine Hebammenstation, keine Ahnung, was da gibt.
die Ungarn nimmt ihr und nimmt das mit an die Wahlkommission, wo ihr momentan wohnt. Die gucken das durch und dann müsst ihr euch entscheiden, wo ihr wählen wollt. Wollt ihr noch am Heimatort wählen oder wollt ihr am Geburtsort wählen? Wenn ihr sagt, am Geburtsort, müsst ihr mit der Wahlkommission am Geburtsort Kontakt aufnehmen und alles andere dort regeln. Wenn ihr am Heimatort wählen wollt, müsst ihr die Wahlkommission am Heimatort wählen. Die machen eurem Heimatort eine Feststellung zur wahlberechtigten Heimatort und schicken dem Rest den Staffelmerk zu. Na, so funktioniert das. Und da ist es dann unerheblich. Es kann, wenn 100 Jahre lang kein Amtmann gegeben hat, niemand geben, der eine Einbürgerung machen konnte. Weder der Bundesrepublik noch der Bauerrepublik konnte jemals einen Einbürgerung machen. Das muss der Amtmann machen. Der Amtmann muss vom Kaiser ernannt sein. Ernennungsurkunde. Richter, Staatsanwälte waren alle Ernennungsurkunde. So, wenn das dann gut laufen ist, das Referendum durch ist, hat die Wahlkommission die Siegelrechte. Wenn die Wahlkommission die Siegelrechte hat, kann mit dem Siegelrecht ein richtiger, echter Ausweis erstellt werden. Und zwar mit dem kaiserlichen Logo, beziehungsweise mit dem Logo des Bundesstaates. Und hier kommt wieder das zum Tragen, was ich vorhin erklärt habe. Die Staatsangehörigkeit kommt aus dem Bundesstaat. Das heißt, hier in Bayern müsste das Königreich Bayern heißen und nicht Deutsches Reich. Wir haben keine Staatsangehörigkeit. Im Deutschen Reich kannst du nur einen Eintrag kriegen, wenn du in Nigeria eine Staatsangehörigkeit hast. Also Nigerianer würden vom Deutschen Reich die unmittelbare Reichsangehörigkeit kriegen, weil über den Schutzvertrag Nigeria im Deutschen Reich ein Schutzgebietsabkommen hatte. Und dann müssen die aber in Nigeria wählen. Also die Rentner, die gesagt haben, mir ist das hier in der Bundesrepublik alles zu blöd, es ist mir sowieso viel zu kalt, wenn sich eine Rentner in Windhoek geleistet haben, die werden da unten wahlberechtigt und können dort ein Verweser werden. Das ist zumindest was am Laufen. Ja, nicht nur Namibia auch. Ja, da gehört ja dazu, Deutschland West. Also Namibia und Nigeria. Nee, Namibia. Namibia. Wir reden über Namibia. Entschuldigung, ich sage das falsch. Ja. Namibia, Ghana zählt dazu, Deutsch Südost. Ja, Deutsch Widu. Gibt noch ein paar andere. Also es gibt nur 7 Schutzgebiete, die noch aktiv sind. Vorher Nigeria. Nee, jetzt haben wir auch Versprecher, Entschuldigung. Danke, von der Hinweis. Übrigens, wer mal hören will, wie die da unten so drauf sind, gibt da mal ein bei Google, Hitradio Namibia. Und da kommt ein deutscher Rundfunksender, der dort in Windhoek ein Studio hat. Und die machen deutsche Nachrichten und deutsche Musik. Hervorragend, besser wie jeder andere Sender hier. Kann man übers Internet kriegen. Da könnten wir uns doch einkaufen. Nee, die haben immer noch ein bisschen Nachrichtenversorgung von deutschen Nachrichtenagenturen, aber ich denke mal, dass die auf lange Sicht auch eine eigene haben. Also die machen so einen Mittelweg. Also wenn die rausgekriegt haben, dass was falsch ist, sagen sie schon die Wahrheit. Aber die kriegen ja auch keine wahrheitsgemäßen Angaben darüber. Also ich habe jetzt den Barmer gesagt, also ich habe da so, kann man sich anmelden bei WhatsApp und sagen, also hier, das, was die Merkel da losgelassen hat, das war so und so. Dann berichtigen die das nur. Und die kriegen eben immer die Informationen, die 1:1 runter. Muss ich dann natürlich Quellen nennen. Ja? Gut. Es gibt auch einen deutschen Auslandskanal vom Iran. Die haben auch ungefilterte Nachrichten. German.irre.ia kann man sich auch ab und zu mal reinziehen. Aus dem Iran, nicht so unser Kulturkreis, wie das bei Deutschland West ist. Gut. Fakt ist, wir wollen da unten eine Nachrichtenredaktion machen. Also das Nachrichten von da unten, ein oder zwei Leute, die darfst du über die Tagesnachrichten zusammenstellen und per Internet hochschicken, sodass wir es dann dort über den Sender lassen können. Das haben wir vor. Mehr als 10 Leute geben wir einfach mal im Budget runter. 20 Leute sind vorgesehen für den Sender, 2 sind von da unten und 2 kommen für die Musikredaktion, sollen nach Spanien runter. Auf irgendeine spanische Insel. Hat einfach, wir wollen ja die deutschen Urlauber dort unten abfischen. Also die dort als Schlafschaf da unten Urlaub machen. Die lotsen wir in eine große Halle, da gibt es abends Disco. Danach kriegen sie die Informationen, die sie brauchen. weil ob man die Musikredaktion nach deutschen Ostgebieten legen, die sind informiert. Also wer da oben sich ausgesiedelt hat, da weiß, was hier in Deutschland los ist. Aber die Urlauber, die in Malle Urlaub machen, die sind völlig, die trifft das wie eine Keule. Und da wollen wir da unten eine größere Bar oder so machen und dort die Musikredaktion, die eine Live-Sendung macht. Und die werden dann aller Stunden Kurznachrichten machen,
mitten wir einen Tanz einlaufen und so eine lustige Geschichte. Bei den Norwegischen kommen ja dann ja aus Spanien, die kommen ja dann aus Ostpreußen. Ja. So, was haben wir noch? Gut, dann hatte ich dann vergessen, Frau Weser, also wenn die Wahlkommission vom Random durch ist, haben die die Siegerrechte, machen die Ausweise und die Fahrerlaubnisse neu. Können auch alle amtlichen Bescheine ausstellen, die notwendig sind. Dürfen Schulabschlüsse siegeln, das heißt also die freien Schulen waren dann wieder im Gespräch, weil ja viele haben ja ein Problem, eine freie Schule zu etablieren, wo dann Frühsexualisierung oder irgendwelche komischen Bildungsangebote, die wir nicht brauchen, nicht vorkommen, also sogenannten freien Schulen, die werden dann möglich und die Schulabschlüsse können dann ein staatliches Siegel und einen staatlichen Abschluss kriegen. Und darüber hinaus müsste dann mit den ordentlichen Dokumenten der Verweser gewählt werden. Da müssen aber zwischen dem Referendum und der Verweserwahl nochmal 4 Wochen sein, weil die Kandidaten müssen sich vorstellen und es muss dann nochmal neu eingeladen werden zur Wahl. Ja? Also 4 Wochen sind dann nochmal dazwischen. Und da wisst ihr, dass wir im Sommer nächsten Jahres spätestens ansetzen müssen, wann die Verweserwahlen sind, damit wir bis zu einem entscheidenden Stichtag, 27.10. alles komplett haben. Und keine weißen Flecken mehr in den Grenzen von 1914. Wie das die Polen machen, ist uns erstmal egal. Entscheidend ist, unsere Republik und DDR müssen wir erstmal retten. Dass irgendein Islamist in Polen den Grunderwerb macht, halte ich für fast ausgeschlossen. Ich glaube nicht, dass der das durchkriegt oder dass die Polen dort verrückt werden. Aber die Gefahr ist dort aschgebannt, wenn die dort selber ein Verweser werden. Aber ich kann die Polen nicht, das müssen die selber regeln, untereinander. Tschechen genau das Gleiche. So, und danach, wenn der Verweser des Bundesstaates genannt ist, müssen die Verweser der einzelnen Bundesstaaten zusammentreten und müssen einen neuen Staatenbund wählen. Und aus ihrer Mitte, Vorschlagsrecht hätte damit der Preußen, dort einen Reichsverweser verorten, der das Kriegsende abschließend erklärt, gegenüber allen 44 Feindstaaten. So, dann ist die Frage, gibt es den Euro noch? Und haben die anderen überhaupt Geld, um irgendwelche Forderungen aufzumachen? Das stört man eher nicht. Aber das Kaiserreich hat keine Schulden und hat die Steuereinnahmen von 1918 bis heute zu beanspruchen. Gegenüber der EU. Ich schätze da mal so, wie viele Steuern das sind von 1918 bis heute. Ich denke mal, die Zahlenmeister der EU, die haben da jetzt schon mit der weißen Flagge zu wedeln. Weil Frankreich hat schon bei der Euro-Einführung ausgerechnet, dass die Steuerforderungen vom Kaiserreich genauso groß sind, wie das, was die gesamte Europäische Union an Wirtschaftseinkommen hat. Deswegen haben sie den Euro eingeführt, damit sie immer bunte Zettel drucken können. Ja, das steckt da immer. Also wir haben keine Sorgen, dass wir Schulden hätten oder dass wir Renten nicht bezahlen können. Bis jetzt hat man noch keine Rente gekriegt. Welcher Bundestag kann den kaiserlichen Haushaltsplan beschließen? Ich glaube nicht, geht nicht. Was uns ausgezahlt hat, war eine Vorkasse aus dem Bundeseinnahmen, aber das ist keine Rente. Das Rentenkonto kann nur der Kaiser mit dem Haushaltsbeschluss machen. Der hätte von 1919 sein müssen. Und die Weimarer Republik kann das nicht machen. Ja, also kriegen wir unsere Rente noch nachgezahlt. Ich hoffe nicht, dass wir alle bis 70 arbeiten müssen. Wir müssen aber einen Verweser finden, der unsere Interessen vertritt und der kein linker Hund ist. Und der im letzten Moment uns noch ein Ei legt, weil die Gefahr besteht. Und es muss jemand sein, der aus dem Kreis Preußen ist. Das Sachse kannst du nicht machen. Es sei denn, die finden niemand. Oder es müsste mal Sachse umziehen, weiß ich nicht. Gut, machen wir noch mal eine kurze Pause, um noch ein bisschen Luft zu schnappen und dann machen wir die Fahrerrunde.